da geht's ja nicht weiter. Wir gucken mal hier hoch. Oh. Schade. Der wollte sich nicht vernichten lassen. Da sind schon wieder zwei Türme. Okay, lustig, lustig. Du stellst dich einfach mit dahin. Könnt ihr zusammen Spaß haben. Sieht auch sehr lustig aus. Die Pfeile fliegen. Ja, die fliegen ziemlich parallel. Also, ich meine so genau übereinander. Hat mir als Kind doch immer Spaß gemacht, die dann so parallel werden zu lassen. Da habe ich mir aber auch wirklich viel Zeit gelassen und zwar alles. So, mittlerweile nehmen wir schon 1 Stunde 40 Minuten auf. Und ich werde an dem Spiel nicht müde, also es macht wirklich Spaß. Wenn manchmal die KI ein bisschen schlauer wäre. Ich denke mal, ich werde mir dann auch den zweiten Teil, wobei wir ja noch sehr weit davon entfernt sind, diesen hier durchgespielt zu haben, werden wir vielleicht den zweiten Teil holen und den dann auch noch spielen. Denke ich mal. Habe ich letztens gesehen für 10 Euro. Zusammen mit Age of Empires und der Erweiterung, die ich ja schon habe. Aber einzelnes zu kaufen wäre teurer gewesen. Deswegen ist es so natürlich günstiger. Den dritten Teil habe ich schon. Bloß noch nie gespielt. Den können wir dann auch gemeinsam mit denen später. Irgendwann, wahrscheinlich in ein, zwei Jährchen oder so. Ja, wahrscheinlich wieder der Einzige. Nee, nicht der Einzige, der blöd steht, fängt an. Hätte ich mir aber fast gedacht. Soll ich weiter vorrücken? Ach komm, weißt du. Ich muss das hier nicht ewig in die Länge ziehen, auch wenn ich gern mit einer richtigen Übermacht da ankommen würde, so dass ich die bekehren kann, die Türme. Aber wir können die Türme ja auch zerfetzen. Bauern eigentlich noch alle zu tun. Yep, yep. Aber der hat noch 240 gutes Deal. Dann kannst du das da auch noch vernichten. Braves Katapult. Und wir brauchen mal nicht mehr so viel Nahrung. Also das könnten wir schon noch machen. Mit der Entwicklung. Kann man das noch kaputt machen? Ja, genau. Ach ja. Ist das eine Freude, ja, das zu zerstören? Auch kaputt. Dann kannst du dich davon ein bisschen entfernen, dass du dich selbst zerstörst. Weil bei uns ist das komischerweise möglich. Beim Gegner natürlich nicht. Hat man vorhin, glaube ich, schon zweimal gesehen. Da habe ich einmal einen richtig guten Kämpfer von mir getötet. Und da einmal so einen Pseudotyp. So ein Axtkämpfer. Na, na, na. Da kannst du die Ladertube auch noch zerhauen. Die haben da Spaß im Wald. 1300 Holz, ja. Mal gucken, was wir damit anstellen. Eigentlich könnte ich mir ja mal noch zwei davon machen. Gold haben wir auch gerade genug. Das ist ja alles nicht so wild. Ja, dann würde ich sagen, hast du jetzt Spaß an den Häuschen da.
Ein Schuss und die sind weg, oder was? Nee, zwei, ja, okay. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. So, jetzt, ich habe ein bisschen Angst davor, das da zu vernichten. Weil am Ende haben wir dann gleich wieder gewonnen und das ist ja eigentlich nicht unser Ziel, das da zu vernichten. Ah, dann würden sie es nicht dahin stellen, denke ich mal. Das wird ja ein bisschen ausgeklügelt sein, denke ich. Sollten wir hier mal ein bisschen vorkommen. Ja. Genau, so sieht das schon besser aus. 160 hat das Ding noch. 200 Nahrung brauchen wir noch, dann haben wir's. Und dann können wir den Turm da angreifen von der Seite, schön. Da sind wir sicher. Wenn doch Kämpfer runterkommen, haben wir hier gleich unsere Mannschaft. Gut. Kann ich nämlich auch die mal auf Nicht-Angreifen stellen. Dann versuchen wir erstmal zu retiren. Falls jemand angreifen kommt. Aber es sieht eher so aus, als hätte ich ihren Mut schon gebrochen. Okay, es sieht doch nicht so aus. Ach, das Game float. Cool. Warum machst du das denn? Der sollte zu uns gehören. Na gut, wir haben die nächste Turmreihe erledigt. Und jetzt versuchen wir mal mit dem. Okay. Nicht angreifen. Nicht angreifen. Nicht angreifen. Der heilt mal. Der kann mal tun. Boah. Da sind wir am Ziel angelangt. Oh. Ja. Okay. Haben wir noch einen Bodenschützen geschwächt? Und dann können die beiden mal vorgehen. Da am Rand standen nämlich noch mehr. Und die wollen sich ja sicher bekehren lassen. Ich will nur glauben. Glaubt an euch! Gucken wir mal. Was ist hier hinten noch so? Da ist das Regierungsgebäude. Und ich würde sagen, das wird kein Problem mehr, das zu vernichten. Ja, der kann sich da hinten hinstellen. Und das Katapult macht den Rest. Denn Kämpfer haben sie jetzt nicht mehr. Und damit haben wir das Ding fast beendet. Ich war mal wieder viel zu vorsichtig, wie immer. Ich hätte schon viel früher angreifen können. Aber gut. Ja, die beiden habe ich jetzt auch nicht mehr benutzt. Aber die können sich ja, wenn sie sich ganz doll beeilen, noch ein bisschen dazustellen und helfen.
deine Hilfe. Kumpel, aber es wird da zu gefährlich für dich. Weil der dich sonst umlegt. So. So. Und. Die können versuchen, nochmal mitzuhelfen. Aber das Spektakel will ich jetzt mit ansehen, wie wir unseren Sieg feiern. Leider nicht mehr geschafft, die beste Epoche zu erreichen, aber naja. Da haben wir gewonnen. Kanan ist besiegt und wir, die Ägypter, haben unsere Macht weiter ausgeweitet. Oh, und da sehen wir eine Sequenz, die ihr wahrscheinlich nicht seht, weil Phelps meistens zu dumm ist, das aufzunehmen. Yep. Phelps hat die Aufnahme unterbrochen, weil wir eine Sequenz sehen. So, da bin ich nochmal, um euch den geschichtlichen Ausgang mitzuteilen. Und zwar, auf der Höhe seiner Macht beherrschte Ägypten ganz Kanan. Nachdem es sich die Städte entweder durch Diplomatie oder, wenn nötig, durch Belagerung angeeignet hatte. Die ägyptische Herrschaft über Kanan dauerte jedoch nie lange. Die Mitanni schlossen mit den Ägyptern um 1440 vor Christus Frieden und stärkten zeitweilig die Macht Ägyptens in dieser Region. Um 1370 vor Christus wurden die Mitanni jedoch von den Hethitern vernichtet. Ramses II. Kämpfte im Jahre 1284 vor Christus in Kadesh gegen die Hethiter, bis die Fronten erstarrten und sich beide Seiten zurückzogen. Durch den Aufstieg der Assyrer im Osten mussten die Kampfhandlungen eingestellt werden. Im Jahre 1270 vor Christus unterzeichneten die Ägypter und die Hethiter einen Friedensvertrag. Kopien dieses eindrucksvollen Dokumentes wurden sowohl bei Ausgrabungen in der Türkei als auch in Ägypten gefunden. Der Frieden von 1270 vor Christus währte 50 Jahre und kennzeichnete den Gipfel ägyptischer Macht. Der Frieden wurde von barbarischen Horden, deren Herkunft und Kampfmethoden ein Geheimnis bleiben, gebrochen. Es ist jedoch klar, dass diese Horden das hethitische Königreich überrannten, die Städte in Kanaan zerstörten und einen verheerenden Krieg vor die Tore Ägyptens brachten. Obwohl Ägypten den Angriff überlebte, ging es danach unter und hatte hauptsächlich als Besitz oder Teil mehrerer aufeinanderfolgender Königreiche Bestand. Ja, das war es dann wohl mit der ägyptischen Kampagne. Deswegen auch die kleine Abschlusssequenz, die mir gerade die Aufnahme ein bisschen zerhauen hat. Ja, das war es mit dem Aufstieg Ägyptens. Als nächstes beginnen wir mit dem Land Griechenlands. Da werden die Missionen dann wohl wieder einfacher werden. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Habt's gut. Bis dann. Ciao.